Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, wir begrüßen Dr. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, also ein Mann, der mit Informationen gut umzugehen weiß. Herr Dr. Maaßen, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo Herr Weber, guten Tag, meine Damen und Herren. Herr Maaßen, es gibt einen bösen Mann in Europa, neben einer bösen Frau in Italien, und das ist Viktor Orban. Viktor Orban bezeichnete die CDU vor kurzem als eine linke Partei. Hat er recht? Ja, natürlich hat er recht, Frau Merkel und ihr Umfeld haben die CDU in den letzten 20 Jahren eindeutig nach links gedreht und nicht nur sozialdemokratisiert, sondern die Partei ist ein Stück weit sozialistisch geworden. Und Viktor Orban ist in Europa das passiert, was hier vielen in Deutschland auch passiert. Sie werden ausgegrenzt, diffamiert, diskreditiert, so als der übelste Mann Europas wird er bezeichnet. Natürlich nach Putin, muss man sagen. Also das ist schon ganz schlimm, wie man mit Herrn Orban umgeht, aber auch vor allem, wie man mit Ungarn umgeht. Nun gut, Italien sieht man ja letztlich genauso. Frau Meloni wird rechtsaußen, rechtsradikal, rechtspopulistisch. Nun, Herr Weber, wissen Sie, ja. Herr Weber, das erregt mich innerlich ein bisschen. Ich versuche ja normalerweise die Emotionen zu Hause zu lassen. Aber wenn ich sehe, dass diese Technik vom MFS, also von der Stasi und vom KGB ausgearbeitet wurde, dass die hier in deutschen linksextremistischen Schulungslagern verbreitet wurde, wie man den Gegner diffamiert, diskreditiert, wie man ihn ausgrenzt und regelrecht fertig macht. Psychoterror gegen Andersdenkende durch Ausgrenzung. Und das erleben wir heute. Das erleben wir heute auch durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, wo Linke, Linksradikale genau diese Technik gegen Andersdenkende verwenden und dass ein überwiegender Teil der Menschen in Deutschland das noch nicht begreift, dass hier Feindbekämpfung im linksextremistischen Sinne betrieben wird, das ist für mich manchmal unerklärlich, unfassbar, das sieht eigentlich jeder. Und wir haben mit Herrn Orban angefangen, so wird Herr Orban auch auf europäischer Ebene bekämpft, das Feindbekämpfung, was die Linken in Brüssel, ich sage immer der Brüsseler Sowjet, und die Linken in anderen Hauptstädten betreiben. Und Sie sprachen Frau Meloni an. In ähnlicher Weise versucht man nun auch gegen sie vorzugehen. Da muss ich sagen, da muss man einfach Rückgrat zeigen, standhaft sein und sich darüber im Klaren machen. Das sind eben Kommunisten, die dahinter stehen und oder Ökosozialisten, die diese Feindbekämpfung betreiben. Nun muss man ja deutlich sagen, in Brüssel regiert EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen, die können wir doch in denselben Topf hineinwerfen. Widersprechen Sie mir? Frau von der Leyen ist aus meiner Sicht eine der Personen, die diese Feindbekämpfung ganz gerade betreibt, die diese, ich sage mal, klassische Zersetzungsarbeit gegen Orban oder auch gegen andere politisch Andersdenkende, die nicht diesem linken Brüsseler Kurs folgen, durchzieht. Wir hatten unlängst einen Podcast, liebe Zuschauer, und den verlinken wir nochmal mit Professor Werner Patzelt, ein Politwissenschaftler aus Dresden, der davon sprach, Parteien, um es mal in der Kurzfassung zu bringen, müssten aufeinander zugehen. Und sollte die CDU, und die CDU ist ja eine Partei, wir sehen es in Nordrhein-Westfalen, wir sehen es in anderen Bereichen, die ja ökosozialistisch geworden ist, und eine linke Partei, ich stimme Viktor Orban zu, die CDU hätte nur eine Chance, wieder regierungsfähig zu werden, ohne diesen linkssozialistischen, ökosozialistischen Kurs zu verfolgen, wenn sich Koalitionen bilden würden. Er sprach davon, und so habe ich ihn verstanden und auch die Zuschauer, dass man sagt, hier müssten AfD, CDU, aber auch FDP aufeinander zugehen, denn das wäre das stärkste bürgerliche Lager. Kann man dem widersprechen? Nein, ich will ihm nicht grundsätzlich widersprechen, nur Herr Weber, Sie müssen einsehen, bevor die Union soweit ist, muss sich die Union ändern. Die Union ist derzeit eigentlich in das konservative bürgerliche Lager nicht mehr anschlussfähig. Und was Herr Merz, ich sage mal, in den letzten 10 Monaten gemacht hat, war im Grunde genommen eine Fortsetzung des Merkel-Kurses. CDU ist eine linke Partei. Und damit sie auch ins konservative und bürgerliche Lager, vor allem zu den vielen, vielen Millionen Nichtwähler, die aus dem konservativen Lager ja stammen, damit sie anschlussfähig ist, braucht es eine Entmerkelisierung der CDU. Es muss eine klare Aussage geben, wir trennen uns politisch, programmatisch von der Merkel-Ära und wir trennen uns auch vom Personal der Merkel-Ära. Wenn das nicht geschieht, sehe ich auch gar nicht, dass die CDU ins bürgerliche, konservative Lager wieder in Anschluss findet. Und damit wird die CDU auch die nächsten Wahlen verlieren, weil sie muss sich den linken Kuchen, der immer kleiner wird bei den Wahlen, mit den Grünen,
mit der SED-Nachfolgeorganisation und mit der SPD teilen. Und die Nichtwählerschaft wird immer größer, wie wir in Niedersachsen gesehen haben, mit 40%. Die Nichtwählerschaft wird immer größer, Herr Weber, und irgendwann wird diese Lücke gefüllt werden. Ich möchte nicht, dass die Lücke von einer radikalen oder extremen Partei gefüllt wird, aber die Lücke wird immer größer werden. Die Lücke der Millionen Menschen, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen, die enttäuscht sind von der CDU und vor allem von Friedrich Merz, der jedenfalls keinen programmatischen Neuanfang gewagt hat. Wenn Sie das Thema Merkel ansprechen und Anhängerschaft, man hat ja Ihre Person auch diffamiert, diskreditiert und von Parteiausschlussverfahren gesprochen. Wäre es nicht an der Zeit, über die Frau Merkel mal zu reden, dass man sagt, Frau Merkel hat eigentlich in einer CDU, die reformiert werden soll, die wieder wählbar ist für eine breite Bürgerschaft, hat die nichts mehr verloren und eine Frau Merkel sollte aus dieser Partei ausgeschlossen werden? Ist das eine Hypothese, die sehr gewagt ist oder überlegenswert? Nein, Herr Weber, wenn die CDU wirklich als eine konservative Kraft wahrgenommen werden will, brauchen wir eine Entmerkelisierung der CDU. Ein klares Signal der Parteiführung von Friedrich Merz. Wir wollen mit dieser Ära, die die CDU zu einer linken Partei gemacht hat, nichts mehr zu tun haben. Und ich sprach vorhin zur Anschlussfähigkeit zu den Nichtwählern und zu den Konservativen. Dazu zählt auch ein Ausschluss von Frau Merkel aus der CDU und ihrer Unterstützer. Halte ich für notwendig. Das ist ein richtiges und klares Signal. Bei dem Schaden, den diese Frau der Partei und Deutschland angerichtet hat, ist das das Mindeste, der erste kleine Schritt, den man erwarten kann von der CDU. Der Schaden begründet sich, wir erleben es jetzt, mit Bilanzmanipulationen. Wir sprechen von 200 Milliarden Sondervermögen, von 295 Milliarden Sondervermögen. Der normale Bürger sagt, herzlichen Dank, dass Sie uns helfen, nicht wissentlich der Tatsache, dass dieses Geld ja von jemand erwirtschaftet werden muss, sondern von den Fleißigen in diesem Land oder von Menschen, die ihre Rente noch versteuern müssen. Nun ist es so, das Ganze ist auf Energiekrise zurückzuführen, begründet durch Sanktionen, die von uns ausgerufen wurden. Das heißt also, es ist so, ich sperre jemand aus und ich beklage mich dann darüber, dass derjenige, den ich aussperre, mir nicht mehr hilft. Das heißt in Form von Gas- oder Öllieferung oder zunächst mal jetzt Gaslieferung. Jetzt erkennen wir, dass unsere Atomkraftwerke die Betrachtung des Weiterbetriebes nicht einer objektiven Prüfung vollzogen wurde. Wir hören, dass die Ministerien, insbesondere das Ministerium von Herrn Habeck, hier eine voreingenommene Prüfung durchgeführt hat. Selbst hochrangige Mitarbeiter, Beamte seines Hauses haben gesagt, ein Weiterbetrieb wäre möglich. Jetzt hören wir von der CDU. Die CDU hat es in der Welt als empörend genannt. Herr Maaßen, hier geht eine Volkswirtschaft zugrunde. Hier wandern Unternehmen ab, BASF und andere. Und die CDU findet es empörend. Das ist doch lächerlich hoch drei. Wer hat denn den Atomausstieg beschlossen? Das war doch die Merkel-CDU. Ich glaube, das ist der falsche Wort, die falsche Wortwahl, die Sie beanstanden. Ich bin jemand, der weniger gerne über Formalien redet als über Inhalte. Natürlich hätte man einen anderen Ausdruck als empörend verwenden können. Wir sehen, dass Deutschland hier vor die Wand gefahren wird oder vor die Hunde geht. Und das ist nicht Blödheit. Es gibt natürlich Spitzenpolitiker bei den Grünen, die, ich sage mal, nicht das notwendige Bildungsniveau und die notwendige Lebenserfahrung haben, um Politik zu betreiben. Aber aus meiner Sicht ist es in erster Linie Vorsatz. Hier versucht man, den bösen Putin als Vorwand zu nehmen, um unsere Volkswirtschaft umzubauen, ich sage mal in Anführungszeichen umzubauen. Was die Grünen wollen, ist eine grüne Transformation, ist, dass Deutschland in ein, ich sage mal, in ein Kambodscha verwandelt wird unter den Khmers, wo die Deutschen letztendlich verarmen, mit Blick darauf, dass sie dann CO2-neutral leben, dass ihnen dann zugewiesen wird, wie viel Rohstoffe, wie viel Energie, wie viel Lebensmittel sie noch haben dürfen. Das alles wird ja offen auch von Grünen diskutiert. Das ist das offensichtliche Ziel. Und sage mal, der Krieg in der Ukraine ist ein billiger Vorwand, der genommen wird und wo die Grünen die größte Mühe eigentlich haben sollten, diesen Vorwand zu vertuschen, aber noch nicht mal das tun sie. Es wird im Grunde genommen auf offener Bühne wird diese grüne Transformation zelebriert und alle schauen betreten zur Seite und tun so, als ob Putin daran schuld wäre. Jetzt haben wir die Situation, dass
wir Flüchtlingsströme haben, wie verschiedene Ministerien, wie die Bundespolizei sagt, viele Landesväter beziehungsweise viele Bürgermeister in den Städten, wie eine Situation wie 2015. Die Bundespolizei beklagt, dass seit September keine Informationen mehr über die Flüchtlingszuströme kommen. Monatlich um die 14.000, eine Großstadt beginnt ab 100.000. Es kommen also jährlich fast zwei Großstädte nach Deutschland, die und fast ausschließlich ins Sozialsystem kommen. Jetzt gibt es Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Er sagt zu den Flüchtlingsströmen, dann werden wir deutschlandweit die Kapazitäten der Erstaufnahmen hochfahren müssen. Herr Maaßen, nichts gelernt? Nein, wir sind in einer Situation wie 2015, 2016 und jeder, der Zeitung liest und jeder, der etwas sich das Straßenbild anschaut, weiß, dass es auch so ist. 2015, 2016 kamen 1,1 Millionen Migranten nach Deutschland und wie ich hörte, in den letzten 18 Monaten kamen 1,6 Millionen nach Deutschland, davon allenfalls 900.000 keine Flüchtlinge. Das sind also andere Kategorien und Sie müssen sich vorstellen, 1,6 Millionen, ich glaube, das ist so viel wie München Einwohner hat. Dafür brauchen wir Infrastruktur, dafür brauchen wir Häuser, Wohnungen, Essen, Trinken, Züge und so weiter. Dass man hier einfach so viele Menschen ins Land nehmen kann, ohne dass die notwendige politische Vorsorge getroffen worden ist. Ich meine, wenn Herr Günther unbedingt so viele Menschen aufnehmen will, hätte er schon vor Jahren anfangen können, in Schleswig-Holstein ausreichende Vorsorge dafür zu treffen, ausreichenden Wohnraum zu schaffen. Aber wir haben keinen Wohnraum. Das merkt eigentlich jeder, der eine Wohnung sucht. Und das ist das Ergebnis dieser verantwortungslosen Politik, für die auch ein Herr Günther neben Frau Merkel und natürlich der heutigen Bundesregierung steht. Eine Politik des Türaufmachens, alle reinlassen, mit dem Ergebnis einer Destabilisierung unseres Landes. Ist Günther, Daniel Günther und Hendrik Wüst sind es nicht die Indikatoren dafür, wie wir anfangs des Gesprächs gesagt haben, dass die CDU eine linke Partei geworden ist? Naja, das sind aus meiner Sicht die Wasserträger von Frau Dr. Merkel gewesen als Parteivorsitzende, die bewusst solche Personen mit diesem, sage Mindset, mit dieser politischen Ausrichtung auch in Führungsfunktionen gebracht hat. Diese Leute setzen eigentlich nahtlos die Politik von Frau Merkel fort. Eine Politik einer sozialistischen, einer ökosozialistischen CDU. Jetzt hatten wir im Jahr 2021 haben Anhänger der AfD oder Mitglieder der AfD und haben im Bundestag Gäste reingelassen, die die Abläufe im Bundestag gestört haben. Die sind verurteilt worden. Es ging durch die Presse. Man hat von Terroristen gesprochen, die hier unterwegs waren. Es ist aber körperlich niemand zu Schaden gekommen. Jetzt erleben wir sogenannte Klimaaktivisten. Das Geringfügigste ist, sich irgendwo festzukleben, Tomatensuppe gegen Bilder zu werfen, die zum Glück mit Glas geschützt sind, sich auf noble Karossen zu kleben oder beziehungsweise hier Parteibüros zu beschmieren. Das Schlimmste, was jetzt passiert, sind die Straßenkleber in Berlin. Wir haben es erlebt, eine Frau auf einem Fahrrad ist von einem Betonmischer angefahren worden, ist unter dieses Auto gekommen. Schweres Gerät zur Hilfe ist verzögert angekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frau überlebt hat. Der Gesundheitszustand war sehr bedenklich. Man spricht von Aktivisten. Wird hier A mit zweierlei Maß gemessen und sind es nicht Terroristen? Ist es nicht genau das, was diese Transformation der Nichtregierungsorganisation erreichen will, dass man sagt, solche Menschen in den Vordergrund und die tun nur Gutes? Dabei ist es Terror, was die hier vollziehen. Herr Weber, Sie wissen doch genauso wie ich, dass hier seit Jahren schon mit zweierlei Maß gemessen wird. All das, was angeblich dem Klima dient, was grün und ökosozialistisch ist, wird geduldet. Dagegen geht die Polizei aus meiner Sicht so gut wie gar nicht vor. Und wenn, muss man sagen, bekommen diese Leute Streicheleinheiten. Bei denen, die kritisch gegenüber der Regierung sind, wird in einem anderen Maß gemessen. Das ist leider eine politische Entwicklung der letzten Jahre, die man zur Kenntnis nehmen muss. Auch das beschönigende Wort Klimaaktivisten statt Klimaextremisten, statt Klimakriminelle, statt Klimaterroristen, diese Ausdrücke, glaube ich, werden angemessen. Aber diese beschönigende Ausdrucksweise soll eigentlich den schwerstkriminellen Hintergrund dieser politisch Kriminellen verharmlosen.
Das ist aus meiner Sicht nicht nur eine bedenkliche Entwicklung, das ist eine zersetzende Entwicklung für die freiheitliche Demokratie und den Rechtsstaat, den wir hier in Deutschland einfach wahrnehmen müssen, der von linksextremistischer Seite in der Politik maßgebend gefördert wird. Eingangs des Gesprächs, jeder kennt Sie in Deutschland und über die Grenzen hinaus. Sie waren Verfassungsschutzpräsident für die innere Sicherheit zuständig. Herr Maaßen, offene Frage. Wird der Verfassungsschutz in vielen Bereichen instrumentalisiert? Denn ich spreche nochmal die AfD an. Ich sage nicht, dass es hier nur unbeschriebene Blätter gibt. Keine Frage. Wenn in Berlin jemand sich auf einen Holocaust-Denkmal stellt und macht dort Siegesposen, dann ist er entweder vom Verfassungsschutz geschickt oder er ist nicht mehr geistig zurechnungsfähig. Aber wird der Verfassungsschutz instrumentalisiert? Denn es ist ein ja einmaliger Vorgang, hier einen Verdachtsfall oder einen Beobachtungsfall durchzuziehen. Da werden doch andere Parteien genauso in Mitleidenschaft gezogen. Ich spreche von der Linken in Thüringen. Wird der Verfassungsschutz instrumentalisiert? Wissen Sie, Herr Weber, ich hatte während meiner Zeit als Verfassungsschutzpräsident versucht, den deutschen Inlandsgeheimdienst zu normalisieren. Das heißt, einen ganz normalen Inlandsgeheimdienst zu machen, dann, dass er nicht mehr Parteien beobachtet. Deutschland, der Verfassungsschutz in Deutschland, ist einzigartig, neben dem, ich sage mal, in Österreich, aber das ist eigentlich der kleine Bruder des deutschen Verfassungs, einzigartig, weil Parteien beobachtet werden. Sowas gibt es nach meiner Kenntnis in keinem anderen freiheitlichen Land, dass der Verfassungsschutz, der einer Regierung untersteht, die von Parteien gebildet wird, dass der Verfassungsschutz andere Parteien beobachten kann. Und weil das meine Grundauffassung war, dass das nicht so sein darf, dass er nicht instrumentalisiert wird, weil es ist ja nun sexy, sage ich einmal, einen Geheimdienst zu instrumentalisieren, um Konkurrenzschutz zu betreiben, weil das jedenfalls meine Denke war, hatte ich mich dafür auch eingesetzt, dass die Partei Die Linke nicht mehr beobachtet wurde, bis auf wirklich extremistische Teilorganisationen. Aber die Partei an sich ist nicht mehr beobachtet worden. Ich meine, es war seit 2014. Dafür bin ich von allen Seiten gelobt worden. Toll, Herr Maaßen macht den Verfassungsschutz wieder normal. Ne? Richtig gelobt worden. Seit 2014 wurde die Partei Die Linke nicht mehr beobachtet. Und sie wurde nicht deswegen nicht mehr beobachtet, weil sie plötzlich verfassungstreu ist. Sie war nie verfassungstreu und heute ist sie auch nicht verfassungstreu. Das ist eine linksextremistische Partei, die ein anderes Deutschland, ein kommunistisches Deutschland will. Aber ich muss Ihnen auch sagen, ich war dann erstaunt gewesen, dass keine 3 Jahre später, etwa anderthalb Jahre, bevor ich aus dem Verfassungsschutz rausgeschmissen wurde, dass man mich unter Druck setzte, die AfD endlich zu beobachten. Und der Gipfel aus meiner Sicht der Unverschämtheit war, dass man Druck auf mich ausübte aus einem Land. Ich solle doch die AfD zumindest als Prüffall bezeichnen, und zwar kurz vor einer Landtagswahl. Da muss ich sagen, lasse mich nicht zum Büttel machen von irgendwelchen Parteien, auch nicht von linken Journalisten, die gerne eine Partei beobachtet sehen wollen. Das ist jedenfalls meine persönliche Auffassung, das war auch meine berufliche Haltung. Dass das heute in Teilen anders ist, ist sehr, sehr schade. Und das zeigt, dass wir eigentlich einen Verfassungsschutz brauchen, der Politik fern ist und in keiner Weise mit der Bundesregierung in Zusammenhang steht. Ich will damit sagen, er darf nicht von der Bundesregierung dominiert werden, geleitet werden. Er muss unabhängig sein, damit so etwas nicht passieren kann. Herr Maaßen, viele Zuschauer haben uns angeschrieben. Und unsere Interviews stoßen ja auf großes Interesse, auf große Verbreitung. Viele Zuschauer haben uns angeschrieben und die Frage kommt überraschend. Eine andere CDU, wären Sie bereit, ein hohes politisches Amt zu führen, sprich Bundesinnenminister? Auch da sage ich, wissen Sie, Herr Weber, ich habe eine großartige Karriere hinter mir. Ich war Verfassungsschutzpräsident und bin dankbar, dass ich das machen durfte. Das ist vielleicht natürlich meiner Qualifikation geschuldet, aber ich hatte auch viel Glück gehabt. Und ich hatte auch wirklich gute Vorgesetzte gehabt. Ich muss nicht nochmal eine Karriere machen und schon gar nicht in der Politik. Aber ich sage Ihnen auch, Herr Weber, ich sehe, dass unser Land hier mit großem Tempo kaputt gemacht wird. Und ich wäre auch bereit, eine Funktion zu übernehmen, um das zu verhindern und um Deutschland wieder aufzubauen. Das heißt, ein Ja, wenn Sie die Möglichkeit hätten, und viele Menschen schreiben uns an, eine Position. Oder auch da sage ich mir, Herr Weber, ich dränge mich nicht nach vorne, wenn es einen besseren gibt, wenn es andere Leute gibt, die jedenfalls eine Qualifikation haben und das wirklich können, dann sollen Sie es machen. Ich muss das nicht unbedingt machen, sage ich Ihnen auch. Das Leben ist auch ohne Politik schön.
Das stimmt, aber ein Hans-Georg Maaßen würde sicherlich die Position gut ausfüllen. Ich sage danke für das Interview und ich bezeichne es als eines der ehrlichsten und auch mal emotionalsten Interviews, das wir je geführt haben. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Herzlichen Dank. Bitteschön, sehr gerne. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.